So, das war jetzt das Vorbild von Heidi. Okay. Weil ich stolz drauf bin, zeige ich dir noch mein Spezielles. Das hat Heidi für mich gemacht. Und als Pfeifenraucher brauche ich natürlich was zum Tabak schneiden. Das ist natürlich mit Pfeifenholz, also Breyer. Dann kam Alexander. Das geht bei uns im Verbot. Das war jetzt der erste Prototyp. Okay. Mit der Maststahl. Du kannst das, was ist das für Holz? Das ist Wüsteneisen. Echt? Mosaikpins. Ich kenne das viel dunkler. Das müssen wir sehen. Ja, Moment. Was ist das? Nehmen wir jetzt schon. Das ist jetzt der erste Prototyp. Jetzt müssen wir mal schauen. Kleinen Moment, ich mache mal kurz beiseite. Ah, und hier. Hier und Schiff, Stück. Bei Heidi hat dann gesagt, toll. Alles gut? Also wir sind zwischen 92 und 93. Ricasso ist ihm ein bisschen zu weit hinten, weil er das Ricasso normalerweise immer bis vorzieht. Ja. Und aus den zwei Pins, den Pin würde er praktisch in die Mitte ziehen. Und dann nur die Hülse lassen. Ja. Daraufhin hat dann eben Alexander das gemacht. Er hatte das Ricasso nach vorn gezogen, hat jetzt drei Pins gesetzt und noch die Hülse nach hinten. Okay. Aber das ist halt, das macht also das ist jetzt quasi der aktuelle Stand erstmal. Das ist jetzt der aktuelle Prototyp. Also das ist noch nicht das, wo wir gesagt haben, okay, abkommt Serie. Nein, Serie sind die alle nicht. Das sind im Endeffekt alles ja handgemacht. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde es tatsächlich den letzten Pin irgendwie weglassen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Also ich finde, das hier wirklich, es hat wirklich ist ja für ihn weniger Arbeit. Ja. Wir sagen, lass den letzten Pin weg, die Stabilisierung erfolgt dann sowieso noch mit durch die Hülse. Ja. Und dann bist du halt wirklich sehr nah am Original. Wir haben auch einige Kunden in der Schweiz, die unsere Messer kaufen. Wir haben die Heidis alle eine Lanyard-Messe gekriegt? Nee, nicht alle, gell? Ja, dann können wir mal schauen. Ja, einfach aus der Messe. Ich bin interessiert, weil die ist ja relativ klein. Wenn er jetzt wieder auf meinen Wert schnappt, dann habe ich ein großes Problem im Moment. Das ist eine Kapazität. Ja, das ist das Thema. Das ist das große Thema. Ach, das ist schon geil. Das Knochen oder Seekuhrippe oder irgendwas? Ja, dann muss man Heidi fragen. Das kommt nicht vor. Aber da ist er doch. Wir machen es jetzt so. Ah, da ist er. Sehr geehrter Markus Heidgen. Möge er uns mitteilen, aus welchem Material dieses wundervolle Messer ist? Das untere, aber das selbstverständlich. Untere. Wir haben hier als Griff Kamelknochen. Kamelknochen. Okay. Ne? Mit einer Unterlage aus rotem Fieber. Dazu haben wir ein Lagendamass mit einer Schneidleiste aus SC125. Das ist ein sehr cleaner Kohlenstoffstahl. Hat Achim Wirtz gerade auf den Markt gebracht. Und ja, der ist ja Schneidleiste quasi eingebaut. Der ist sehr hoch gehärtet, so auf 62, 63 Grad Hochwellen. Also kein Quatsch damit machen. Ja, rostfrei ist es nicht. Ja. Nee, also. Das ist jetzt auch wieder ein Damast, den verstehe ich. Also, Warum verstehst du den nicht? Ich verstehe den nicht. Warum nicht? Muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil ich verstehe, dass man... Russisch. Ich verstehe Sandwich-Aufbau. Ich verstehe hart in die Mitte, weich außen zum Beispiel. Ich verstehe Damast, mehrere Lagen außen, aber immer eine durchgehende, harte Schicht in der Mitte Lage. Bei dem habe ich irgendwie so immer das Gefühl, da geht so, gehen die Lagen so kreuz und quer über die Schneide hinweg. Kann das sein? Aber in dem Sinne nichts, das ist ja nichts Schlimmes, wenn die Stiele sich vertragen und ich sag mal, wenn die gleich die gleichen Eigenschaften auch. Ja, genau. das mit Sicherheit. Aber normalerweise, also wenn man jetzt vom ursprünglichen Damaststahl ausgeht, haben die ja unterschiedliche Eigenschaften. Ja, aber oder? Das von dem, wovon du sprichst, ist ja eigentlich hier, dass du so ein Laminat hast. Ja, ja. So, jetzt hast du hier den G2-Kern und hast den weicheren, nicht rostenden drumherum. Genau. Genau das meine ich. Ist, und da hast du. Ja, mit dem hat es ein Problem. Und das Verschweißen. Ist aber auch so, dass ich sag mal, die Legierungen sich. Was soll ich sagen? Miteinander verbinden. Ein bisschen miteinander verbinden und auch austauschen. Ne? Mhm. Also das ist, da finden dann Verschiebungen statt. Ne? Ja. Und es ist also nicht so, selbst wenn ich hier Unterschiede habe, dass das unbedingt... Also ich hatte halt immer, rein von der Theorie her, habe ich halt immer gedacht, wenn der jetzt so kreuz und quer geht, dann hast du irgendwann, du hast den weicheren Stahl und den härteren Stahl. Und mit der Zeit müsste der weichere sich schneller abtragen als der, also in der Theorie. In der Theorie. Und dann hättest du so eine Säge. Ich sag dir jetzt aus der Praxis, dann noch länger, aber dann das ist mein Ziel, das ist mein Buch. Ich bin jeden Tag dabei.
Und da schneide ich alles damit. Da schneide ich Kabelbinder, da schneide ich Paketband, da schneide ich mir eine Semmel auf, da schneide ich mir, schmiere ich Butter aufs Brot oder sonst irgendwas. Aber hat jetzt nur abends mal übers Leder. Jetzt kannst du mal gucken, ob sich da irgendwas mehr oder weniger abarbeitet. Ja, ja. Ja, aber ist jetzt dieser Damast, was, also ist der jetzt rein kosmetisch oder hat der wirklich einen Hintergrund? Also, natürlich ist es immer ein schön aussehendes. Damast ist immer der Grundgedanke war natürlich, die Eigenschaften rauszuziehen und gleich noch kosmetisch zu machen. Ja. Wenn du wirklich rein nur auf Eigenschaften gehen willst, kannst du auch ohne Damast. Du dir einen Pulvermetallurgischen irgendwas, okay, einen N390 NX oder sonst was. Ja, wenn du sagst, ich möchte aber auch einen gescheiten Stahl, der ein bisschen nach was aussieht, dann gehst du zu dem Damast. Ganz okay. Einfach. Nimmst du den Sladinox. Okay. Das ist halt auch die verwendeten Komponenten halt auch an. Ne? Ich meine, klar, wenn man manche, da kommen die, sag jetzt mal, pakistanische Dinge erstmal, oder irgendwie eine Cola-Dosen mit. Das ist natürlich was anderes. Das soll jetzt kein Vorwurf sein, da gibt es auch gute Messer. Weil hier redest du ja immer noch 300 Lagen, drei verschiedene Stähle zusammen als Legierung. 61 HRC, ja. Das ist ein Stahl zum Benutzen. Ja. Nee, das ist aber die Information, die ich wollte. Im Prinzip hat der Damast jetzt nicht wirklich einen Vorteil gegenüber einem hochwertigen pulvermetallurgischen Stahl, außer der Optik. Ja. Weil ich meine, früher hat ja der Damast, den hat man ja gemacht, weil er Vorteil hatte. Flexibilität und Schärfe und so weiter. Ne? Okay. Ja. Obwohl sich da die Experten auch schon wieder streiten, ob das nur Gerede ist und ob sie nicht wirklich nur sagen, im Endeffekt war es nur Optik. Aber dass die Leute was Schönes haben, dass sie sagen können, ich habe jetzt hier einen schönen Damast gezeigt. Ja, wobei ich auch schon gehört habe, dass es bei den Schwertern früher tatsächlich aufgrund der Länge diese Flexibilität nötig war. Während bei einem, jetzt so einem kurzen Messer. Ja gut, aber wenn du jetzt dann wieder in die wirkliche Schmiedekunst gehst oder wenn du nach Japan gehst und schaust dir dann halt irgendwelche Schwerter, Samurai-Schwerter oder sonst was an, hast du ja nicht umsonst die Hattelinie dran. Ja. Du hast vorne die Schneide, die extrem ausgehärtet ist, die ist aufgekurbelt. Du hast hinten halt immer noch den sehr zähen Rücken. Mhm. Ja, genau das, sie haben ja auch gesagt, das Problem war ja auch damals, der Rücken musste ja was aushalten, weil wenn er kam und er musste halt parieren, dass er halt dann praktisch mit dem Rücken dagegen hält. Ja. Ja, das magst du nicht alles. Die sehen sie. Hast du das gesehen beim Blase, oder? Alle laufen beim John? Die hat dann attackiert schon. Er hat so ein billig Damastmesser gehabt, Späne abgeschabt hat. Also er hat halt gemeint, ja, dieses Damast. Gut und schön, und sie können ja im Prinzip schon hochwertige Messer bauen, irgendwie so das Finish war toll und so, aber der Stahl war halt scheiße. Er hat dann irgendwie ein Messer genommen, hat wirklich so Späne runtergehoben. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich wieder bei dem Cola-Dosen damals. Ja, wahrscheinlich. Das gab es ja auch schon. Nee, das gefällt mir auch optisch richtig gut. Okay, weil da ist halt wirklich die Funktion mit der Mittellage. Ne? Ja. Da habe ich ja drüben auch so ein aus Japan, so ein Küchenmesser. Drei Lagen. Also die Küchenmesser sehen ganz gut aus, haben ihren Preis, aber die Folder, die er da hat, für 500 Euro so ein Hikonokami, was dann am Liner kratzt. Und müsst ihr euch mal angucken. Naja, vielen Dank. So, für mich ist jetzt der Tag 1 um auf der IWA. Ich bin jetzt zurück am Campingplatz. Das ist ganz praktisch, der ist so 5 Minuten von der Messe entfernt. Und jetzt lasse ich den Tag noch ein bisschen ausklingen. Versuche, ob ich noch ein bisschen was zusammenschneiden kann und eventuell sogar hochladen, da ich hier WLAN habe. Keine Ahnung, wie schnell das ist. Nochmal sehen. Ich melde mich nachher nochmal. Ciao. So, jetzt gibt es noch ein kleines Abendessen. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Ba-d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 a-
Blah, blah, blah.